Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Ja, es ist wieder eine Zeit her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und wir tun jetzt erstmal wieder zu den Hühnchen gehen. Wir sind hier schon wieder ein paar Eier, die wir mal werfen können. 5 Stück. Hühnchen, kommt zu mir. Es werden auch langsam immer mehr. Weil irgendwann können wir bestimmt mal die erste Schlachtung auch vornehmen. Warte mal, das ist ein anderes Ei. Was ist denn das? Ein verrottetes. Wer bist denn du? Following. Komm. Kommst du? Ja, ja, ist ja gut. Ist ja ein Hühnchen abgehauen wegen dir, du. Komm. Was bist denn du? Das Viech ist ja mega cool. Habe ich hier noch irgendwo... Komm, 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 komm. Wollt ihr verarschen? Keiner interessiert sich dafür? Huhu. Alter, wollt ihr mich verarschen? Es reicht! Jetzt hauen wir Hühnchen ab. 1, 2. So. Macht alle Kinder. Die anderen müssen jetzt nicht hier gekillt werden. Ihr seid abgehauen, somit seid ihr nun tot. Ich brauche aber auch vielleicht neben Fleisch mal Flügel. Oder halt Federn. Bleib stehen. So, oben rein. Der brennt noch, das ist gut. Still burning. Ein Cockatrice. Habe ich den im Dingsding? Im Beastery? Creatures Undead. Nee, bist du Undead nicht. Hier auch nicht. Dragon Beast. Avian Aquatic. Du kommst ja gar nicht hin. Was bist du? Hat aber nur 40 Leben. Legen wir uns mal schlafen. Vielleicht, ich muss auch herausfinden, was ich ihm dann zum Essen gebe. Kriegt er Fleisch? Kriegt er rohes Fleisch? Frisst er gebratenes Fleisch? So ein gebratenes Hühnchen wäre doch was ganz Tolles für dich, oder? Mach mal Sitz hier. Wenn du nichts isst, dann bleib Sitz. Bin gerade echt über ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Was ist denn das da unten schon wieder? Hallo? Geh weg! Gain knowledge rank Jengu. Check your beastery. You're now able to summon a Jenguru as a temporary minion. Ich habe ein Eisenschwert. Und ich werde dies nun verwenden. Aber wenn ich mich... Hier darf ich das offiziell schwingen.
Alter, es hat viel Leben, das Viech. Komm runter. Jetzt hängst du oben in meinen Fenstern fest, du Assi. Ist das denn? Ja, ich weiß. Beschissen, ne? Warum habe ich dem ja gefühlt irgendwie überhaupt keinen Schaden gerade gemacht? Ist der Django hin? Django? Wo ist die Blubbertante schon wieder? Ich höre sie, sehe sie aber nicht. Blubbertante. Blubbertante? Hast du die Blubbertante gesehen? Habt ihr die Blubbertante gesehen? Da ist die Blubbertante. Blubbertante. Huhu. Ich brauche mal kurz ein paar Speere. Zwei Paare. Django. Klar sitzt jetzt wieder oben drauf. Ey, ich glaub's nicht. Komm da oben runter. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt treffe. Da ist wieder Weizen gewachsen. Der Django, ich verstehe den nicht. Er greift nicht an, er ist nicht wirklich aggressiv. Er blubbert sich halt dauernd an meinem Dach oben. Komm da runter! Ich habe kein Django-Dach gebaut. Django? Na, endlich. Du sollst nicht abheben, du bist kein Heißluftballon. Komm runter. Jetzt fängt das wieder an. Komm runter da oben. Ist er fast down, also das bringt sich schon was. Komm runter! Das ist ein Level 2 Django. Kommst du da oben mal runter? Herrgott's Zeiten! Du hast da oben nichts verloren. Was heißt denn hier? Pupp? Ich brauche mal kurz ein paar Ressourcen. Ich muss da mal hochgucken. Mal wissen, was der Django da mitgebracht hat. Du passt eh brav auf die Hütte auf, oder? Dann buddel ich mich mal schnell da hoch. Let's see. Irgendein. Ich habe immer das Gefühl, ich höre irgendwo den dran. Das macht mich eigentlich am Kill. Let's have a bit of fun till I down fall.
glaube immer noch, dass der Drache hinter dem Berg immer noch rumhüpft. Und immer noch sehr, sehr sauer auf mich ist. So, was habe ich denn da jetzt geholt? Aqua Pulse Charge. A charged orb of element energy can be used to level up pets and equipment. Parts with matching elements can also be fired from a dispenser or thrown when sneaking. Das war jetzt irgendwie so. Ich mag noch ein, zwei andere Sachen ausprobieren eigentlich, die ich gefunden habe. Du verwirrst mich immer noch. Du schaust aus, als ob hinten bei dir ein T-Rex rauswächst. Ich hatte hier irgendwo, was ist das hier? Frosty, Snowcold Control Frost Cloud. Schauen wir uns das Teil mal an. Was versteht ihr unter Frost Cloud? Au! Gut zu wissen. Bringt mir also absolut null und ist jetzt weg. Nice. Guck mal, wir haben noch einen Fischi. Einfach weil es gerade kann. No! Schwedin. Bleib hier! Naja. Jetzt bin ich gespannt, ist das Schwert stärker wie das Teil zum Beispiel? Bleib hier! Relativ gleich stark, würde ich jetzt mal sagen. Fischi! Komm zurück! Fischi! Da blubbert's. Im Wasser macht das Ding absolut gar keinen Schaden. Toll. Fuck. In mein Sandloch gefallen. Ja, nee, ist klar. Dann haben wir. Ist ja gut, du komisches Vieh. Ich check dich ja immer noch nicht wirklich. Was bist du? Sehr deformiertes Hühnchen auf jeden Fall mal. Soweit kann ich weiterhelfen. Okay, das sollte da eigentlich nicht rein. Das passt auch gar nicht rein. Jetzt tun wir mal alle Hühnchen schnell hier hinterlocken. Kuckuck. Seht ihr das? Oh. Eure Lieblingsspeise kommt her. Was hat denn da einen Schein jetzt aktiviert? Alle Eier mal einsammeln. 12 Eier, das ist doch schon was. Und ein paar Hühnchen mehr. Wird schon langsam voller. So, okay, was leuchtet jetzt hier, als ob es gerade. Achso, das ist eine Fee, die mit der Fee kämpft. Oder sind das dieselben Feen? Ich weiß es nicht. Fee und Fee und Fee. Wie. Was mache ich mit dir? Wenn ich die weiterentwickle und immer weiter züchte, kommt irgendwann ein T-Rex raus oder sowas vielleicht? Könnte ja sein. Wäre super. Meine eigene T-Rex-Armee. Den Bogen darf ich ja gleich noch nicht verwenden, ne? Dafür brauche ich Agility 6. Warte mal, wir haben doch jetzt wieder Agility. Yes, Agility 6, Jungs. Bogen incoming. Bedeutet, weitest entferntes Schießen ist auch jetzt dabei. Wie Agility 6 habe ich. Ach, scheiße. Habe ich doch noch nicht. Ich verwechsel immer genau die Anzahl. Agility 5. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was killen. Aber nur ein bisschen was. Wow. Wieder gelandet.
Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.